Also jetzt gerade, wo sich die Energiekosten teilweise verdoppelt oder je nach Lage auch verdreifacht haben, mal eben, ist es ja so, dass ich jetzt erstmal als Investor quasi das Geld vorschieße für meine Mieter. Das sehe ich genauso. Also das kann ich komplett unterstreichen, denn die Effekte, die sich da ergeben, die sind eben teilweise wirklich negativ. Herzlich willkommen zum R&G, Zeit für Neues, Immobilien- und Investment-Podcast. Ich will Immos, ich will alles, ich will fliegen wie bei Marvel. Ich will Immos, Immos. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge R&G Immobilien- und Investment-Podcast. Heute wieder mit einem schönen Interview mit einem Gast, den ihr alle schon kennt. Das ist der Matthias Nolte, der digitale Hausverwalter, der sich aufgrund eurer Fragen heute nochmal bereit erklärt hat dazu, uns ein paar Einblicke in die Welt des Hausverwalters zu geben. Und wir möchten euren Fragen gerne nachkommen. Also erstmal vielen Dank, Matthias, dass du dir heute nochmal Zeit genommen hast. Sehr gerne. Hallo an alle Zuhörer und Zuschauer. Danke für die Einladung nochmal. Freut mich. Ja, ich finde es immer interessant, wenn wir auf die Fragen eingehen können, weil dann weiß ich auch, dass das ein Thema ist, was die Zuhörer interessiert. Anhand der Zahlen, Daten, Fakten, die ich da so in den Analytics gesehen habe, ist deine Folge, obwohl sie ja die erste Folge oder eine der ersten Folgen war, tatsächlich sehr gut angekommen. Wir haben sehr, sehr viele Zuhörer dabei gehabt und wir haben auch viele Fragen bekommen. Insofern habe ich gedacht, macht es auf jeden Fall Sinn, wenn wir uns heute nochmal zusammensetzen und darauf eingehen. Mhm, sehr gerne. Ich habe mir das Ganze so vorgestellt, also die hauptsächlichen Fragen waren im Prinzip, was man beim Kauf eines Mehrfamilienhauses kaufmännisch zum Beispiel beachten muss, wie das so im Ankaufsprozess läuft, hinterher in der Bewirtschaftung und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, dass wir beide vielleicht einmal so das Thema so durchgehen, dass wir im Prinzip diesen Prozess einmal skizzieren. Also ich würde im Prinzip damit anfangen, wenn ich jetzt als Investor auftrete und ein Mehrfamilienhaus kaufe, wie da so der Ablauf ist, welche Unterlagen man sich angucken sollte, worauf man vielleicht achten sollte. Und das habe ich mir so vorgestellt, dass du dann ein bisschen auf den Punkt eingehst, was du als Verwalter in dem Moment also dir angucken würdest. Und ich würde aus meiner Brille dann als Investor jetzt hier auftreten und sagen, an welchen Stellen ich im Vertrag nachgucken würde, was da Themen sind, die mich im Prinzip im Ankauf interessieren möchten. Mhm. Also, mal angenommen, ich habe ein tolles Mehrfamilienhaus gefunden und bin jetzt in der Ankaufsprüfung. Dann ist natürlich die eigene Wahrnehmung erstmal als Verwalters nicht dessen, dass du eine Kaufentscheidung treffen kannst, das ist mir bewusst. Aber wenn du jetzt ein Objekt bei dir neu in die Verwaltung kriegst, ich glaube, dem Prozess, da ist das ziemlich ähnlich gestrickt. Wie würdest du da vorgehen? Was wären da so die Unterlagen, die du dir anschauen würdest? Ja, ich glaube auch, dass das ähnlich gestrickt ist. Zwar ist es nicht die gleiche Brille, die ich da aufhabe, weil ganz am Ende ist meine Tätigkeit die verwaltende Tätigkeit, aber ich muss natürlich wirklich verstehen, wie das Haus funktioniert, wie das Objekt funktioniert, um überhaupt eine vernünftige Verwaltung aufbauen zu können und auch langfristig betreuen zu können. Ziel ist ja immer, die langfristige, solide Betreuung, also Transparenz mal grundsätzlich in den Prozessen zu haben. Und das fängt wirklich bei den Bedingungen des Objektes an, unter denen das Objekt funktioniert und wie es tickt sozusagen. Und das sind erstmal natürlich auch die Vertragswerke. Also man hat es hier mit Mietern zu tun. Bei einem Mehrfamilienhaus sind die eigentlichen wesentlichen Elemente neben der Substanz natürlich die Mieter. Und dann schaut man sich zuallererst mal, schaue ich mir die Mietverträge an, prüfe sie wirklich ausführlich auf ihre Bedingungen, auf ihre sozusagen Zahlungsverpflichtungen, auf ihre Laufzeiten. Die Komponenten der Zahlungsverpflichtungen sind die Mietzahlung, die Kaltmiete, wie ist sie strukturiert, wie ist sie sozusagen, wie hoch ist sie ganz konkret, über welchen Zeitraum ist sie vereinbart, die Betriebskostenvorauszahlung und solche Dinge. Ne? Ich frage an der Stelle mal ganz provokant nach, wenn ich jetzt mein Objekt bei dir in die Verwaltung gebe, verlässt du dich dann bei mir auf meine Mieterliste, also eine Eckdatenliste, eine Excel-Liste, in der ich die wichtigsten Punkte eingetragen habe oder wie gehst du davor? Das ist eine gute Frage, weil ich würde sagen, auf keinen Fall verlasse ich mich auf deine Mieterliste, denn aus Erfahrung ist es tatsächlich so, dass da große Abweichungen denkbar sind. Ne? Denn du musst wirklich, also ich schaue in die Vertragshistorie, ich schaue mir den Mietvertrag konkret an, weil für mich ist die Basis immer der rechtsverbindliche Rahmen, in dem das Mietverhältnis gegründet ist. Und das ist alles, was ich schwarz auf weiß habe, was die konkreten Vereinbarungen zwischen Mieter und Eigentümer sind, zwischen Mieter und Vermieter. Und das bildet sich eben im Mietvertrag ab.
Ja? Mhm. Und es ist eigentlich der Klassiker, dass wenn man dann mal in die Historie auch der Mietzahlungen zurückgeht, mhm. wenn man sich also auf Basis des Mietvertrags ganz konkret anguckt, was hätte gezahlt werden müssen und was wurde gezahlt, auch als ein Beispiel, oder was wird heute gezahlt, dass es da Abweichungen gibt. Mhm. Also es ist regelmäßig so, man denkt es zwar nicht, aber dass dann wirklich auffällt, je nachdem, wie das Haus vorher gemanagt wurde, dass da Abweichungen sind und auch mhm. Beträge, Fehlbeträge ganz konkret in den Betriebskostenvorauszahlungen, in den Abrechnungen oder eben auch teilweise in Mietzahlungen existieren. Bei mir ist das Parallele dazu, wenn ich ein Mehrfamilienhaus oder auch eine Eigentumswohnung in der Ankaufsprüfung habe, dann verlasse ich mich ja in der Regel als Käufer erstmal darauf, dass das, was ich im Exposé finde, richtig ist. Und in der Regel kriegen wir ja erstmal eine Mieterliste anstatt Mietverträge. Ja. Und ich gehe da tatsächlich auch mit meiner Brille als Investor so vor, dass ich mir natürlich die Mieterliste anschaue, was ist da erstmal drin, aber ich gehe immer her und schaue, wie hoch ist die zu vermietende Fläche in dem Objekt und was sind die durchschnittlichen Mietzinsen in der Region. Einfach um zu legitimieren, selbst wenn jetzt der aktuelle Eigentümer beispielsweise dort möbliert vermietet oder an Studenten, also in der Wohngemeinschaft oder so, eine bessere Vermietungssituation schafft, als der normale Markt hergibt, würde ich das jetzt für meine Renditeberechnung erstmal nicht als Grundlage nehmen. Also ich schaue gar nicht, was ist jetzt aktuell tatsächlich der Mietzins, sondern ich gucke, was wäre theoretisch am Markt in der Lage möglich zu erzielen. Und darauf begründe ich meine Kaufentscheidung. Und erst in dem Moment, wenn ich meine Entscheidung grundsätzlich getroffen habe und sage, das Objekt ist interessant für mich, das will ich haben, dann gehe ich quasi in die Detailprüfung rein und schaue mir dann erst kurz vor Notartermin die Details an und gucke in den Mietvertrag rein und nehme dann die Prüfung vor, die du im Prinzip bei einer Übernahme der Verwaltung vornimmst. Ja, genau. Das ist, glaube ich, auch wirklich der Unterschied, weil meine Tätigkeit eigentlich in der Sicherstellung sozusagen des ordnungsgemäßen Betriebs steht, ne? Mhm. Besteht. Also die kaufmännische Verwaltung, das Rechnungswesen, das sich ja ergibt sozusagen aus den Vertragswerken, auf die man da zurückgreift, ist das laufende und korrekte Betreuen aller Zahlungsein- und Ausgänge, die sauber und rechtssicher sozusagen ja auch gemanagt werden müssen. Und das ist was anderes als das, was du gerade beschreibst. Also in der Nuance unterscheidet sich das schon, weil natürlich kann man auf der Basis dieser Zahlenwerke dann auch gucken, wie passt man möglicherweise Mieten an. Also aus den Verträgen heraus ergeben sich Chancen für die Anpassung der Mietzahlungen ganz konkret über verschiedenste, vielleicht schon vertraglich festgelegte, aber vielleicht auch zukunftsweisende irgendwie Anpassungschancen auf den Mietzins. Aber tatsächlich, das, was du als Renditeanalyse beschreibst, ist ein abstraktes Analysieren sozusagen des Potenzials. Ne? Also ganz was genau. Hast du konkret als Einnahme zu erwarten, wie groß ist überhaupt die zu vermietende Fläche und was kann man damit machen? Ne? Also im Prinzip, wann ist der, ich bringe das mal auf den Punkt, um da mal konkret zu werden. Ich würde schauen, wann ist der Mietvertrag geschlossen worden und das, was du gerade sagtest, wie ist die Historie des Mietvertrags? Also gab es in der Vergangenheit schon mal Mietzinsanpassungen? Also ist die Miete schon mal erhöht worden, um mein potenzielles Mietsteigerungspotenzial zu erkennen, kann ich in den nächsten Jahren an dem konkreten Mietvertrag überhaupt eine Steigerung vornehmen oder ist der gerade erst neu abgeschlossen worden, gerade angepasst worden? Und das Thema Betriebskosten finde ich auch gerade in der jetzigen Zeit einen spannenden Punkt. Wie gehst denn du damit um aktuell? Also das Betriebskostenthema ist halt ein wichtiges Thema, weil es wirklich die gesamten umlegbaren, umlegungsfähigen sozusagen Hauskosten ja betrifft. Ja, also du als Eigentümer musst dir ja klar machen, irgendwo, dass all diese Kosten unterjährig vom Haus abfließen, also zu begleichen sind im Endeffekt und die Betriebskosten damit deine Chance sind, sozusagen auch die umlagefähigen Kosten zurückzubekommen. Mhm. Ein wichtiges Element, das ist vertraglich vereinbart, das ist so die zweite Miete so gesehen, die dann im Endeffekt zur Netto-Grundmiete dazu zu kommen hat. Und diese Vorauszahlung, die wird am Jahresende ja quasi, also sie staffelt sich auf und wird dann am Jahresende rückwirkend mit den realen Kosten abgeglichen. Und es ist schon sehr ratsam, dass das irgendwo in einem guten Verhältnis, sag ich mal, die Vorauszahlung im guten Verhältnis zu den realen Kosten auch ist. Mhm. Weil wenn das nicht so ist, ist entweder die Vorauszahlung zu hoch und du als Eigentümer hast das Problem, dass du im Endeffekt Zurückguthaben in großem Umfang zurückzahlen musst. Oder eben umgekehrt, und das ist in der heutigen Zeit sicherlich eins der großen Probleme,
bei den steigenden Kosten in allen Bereichen sollte auch hier die Vorauszahlung sozusagen die realen Kosten nicht zu sehr unterschreiten, weil die Mieter sonst auch einfach das böse Erwachen haben, da eine so deutlich hohe Summe zurückzahlen zu müssen. Das kann überraschend sein und das erhöht auch die Ausfallwahrscheinlichkeit, beziehungsweise ist das ein Ausfallrisiko. Die Betriebskostennachzahlung ist anders zu werten, die aus der Abrechnung ergeht, als die unterjährige Vorauszahlung. Denn die unterjährige Vorauszahlung ist streng genommen Teil der Mietzahlung. Die Nachzahlung aus der Betriebskostenabrechnung nicht. Ja, Zufluss, also da hast du einen anderen Rechtsrahmen. Also wenn du der Abrechnung hinterherläufst, ist das ein größeres Risiko als den laufenden Mietzahlungen, ja. Und aus Investorensicht tatsächlich auch, also jetzt gerade, wo sich die Energiekosten teilweise verdoppelt oder je nach Lage auch verdreifacht haben, mal eben, ist es ja so, dass ich jetzt erstmal als Investor quasi das Geld vorschieße für meine Mieter. Wenn ich die Betriebskosten nicht vernünftig angepasst habe, schieße ich das aus meiner Rendite erstmal vor. Und ich merke das in unseren Gesprächen mit anderen Investoren ganz häufig, dass zur Renditeberechnung immer nur die Netto-Kaltmiete rangezogen wird. Und das, was aber nebenbei passiert mit den Betriebskosten, ist immer so ein Nebenthema, irgendwie, was gar nicht so wichtig erscheint im ersten Moment. Aber meine Wahrnehmung ist, dass genau das immer wichtiger gerade wird, weil wenn die Nebenkosten nämlich exorbitant hoch sind und ich aber nur eine kleine Vorauszahlung habe, dann passiert mir im schlimmsten Fall, ich rede jetzt nur von wirtschaftlichen Faktoren mal eben, zum Beispiel ein Tod eines Mieters unterjährig und wenn dann kein Erbe eintritt oder sowas, dann bleibe ich auf diesen Verpflichtungen sitzen im Prinzip als Investor. Also das ist jetzt nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen Themen, aber ich sehe das auch aus psychologischer Sicht. Ich bin, wenn ich dem Mieter die Nachricht überbringe und sage, Mensch, du musst 1.500 Euro nachzahlen, bin ich als Überbringer dieser schlechten Nachrichten meistens auch das Feindbild. Also der Mieter findet mich nicht toll, wenn ich dem sage, Mensch, du musst 1.500 Euro nachzahlen. Weil da ist nicht der Versorger der Böse, sondern ich als Vermieter bin der Böse, der jetzt so viel Geld von dem Mieter haben möchte. Und alleine deshalb schon, finde ich, um ein gutes Vermieter-Mieter-Verhältnis auch zu gewähren, ist es total wichtig, dass man da die Betriebskosten immer auf ein Level bringt, was auch wirklich realistisch gerade abgerechnet wird. Ne? Ja, das sehe ich genauso. Also das kann ich komplett unterstreichen, denn die Effekte, die sich da ergeben, die sind eben teilweise wirklich negativ, wenn man die Mieter da konfrontieren muss mit so hohen Nachzahlungsforderungen. Teilweise sind die Mieter möglicherweise nicht in der wirtschaftlichen Situation, das zu machen. Oftmals ist auch die Transparenz dieser Vorgänge, mit denen wir so alltäglich zu tun haben, das Verständnis ist einfach auch nachvollziehbar gar nicht da. Und man weiß vielleicht auch gar nicht so richtig, wie ist denn das jetzt? Was ist der Unterschied zwischen Kaltmiete und Betriebskosten und Heizkosten, all solchen Dingen? Und vor allem, woher ergeben sich die? Das ist ja kein willkürlicher Akt. Und dass das eben aus den konkreten Kosten abgerechnet wird und eigentlich sozusagen das Geld nur abgerechnet wird, was man vorher schon investieren musste als Eigentümer und auch als laufende Kosten hatte, das kann man nicht in dem Sinne nicht erklären. Also das kann auch nicht der Gegenstand der Abrechnung sein, das dann im Einzelfall zu erklären, sondern das sollte schon gut vorbereitet und auch im Endeffekt gut geplant sein. Es besteht auch eine gewisse Verpflichtung, das zu machen, dem Mieter gegenüber. Ne? Also nicht zu tief anzusetzen, natürlich auch nicht zu hoch. Natürlich, der Mieter ist auch berechtigt, die Anpassung durchzuführen, das muss man auch dazu sagen. Klar. Also der darf durchaus auch, wenn er das sieht und erkennt, erwarten und verlangen, dass die Anpassung adäquat korrigiert wird. Aber das zeigt ja auch nur, wie wichtig das Thema ist. Ne? Ja. Also an der Stelle auch nochmal zurück zu der Frage, welche Punkte guckt man sich jetzt bei so einer Vertragsgestaltung an? Also wir haben festgehalten, Mietbeginn, Erhöhungen, die in der letzten Zeit durchgeführt worden sind. Die Höhe der Betriebskosten ist auf jeden Fall ein Thema. Ein Punkt hast du jetzt gerade noch mit angesprochen. Es geht ja auch ich sage jetzt mal Fristen, die man einhalten muss. Wann hat denn der alte Eigentümer die letzte Nebenkostenabrechnung gemacht? Sind da vielleicht Ansprüche, die ich jetzt noch habe auf Rückzahlungen? Sind die schon verjährt? Ne? Also ich denke, das wird auch bei deiner Übernahme ein Thema sein, oder? Auf jeden Fall, ja. Das ist ein wichtiges Thema, denn das passiert auch regelmäßig, dass dann unterjährig ein Verkauf oder ein Kauf stattfindet, der eben bedeutet, dass irgendwie sich geeinigt werden muss, wie denn das mit der laufenden Abrechnung passiert. Ne? Ja. Sie ist dann eben noch nicht gemacht worden und du musst dann schon genau hingucken, wie ist denn dann die anteilige, sag ich mal, die Berechtigung an den umzulegenden Kosten. Das ist eine wichtige Frage, die man mit dem Voreigentümer zu regeln hat. Aber natürlich guckt man sich auch ganz konkret die Altabrechnungen an. Erstens, um zu verstehen, was ist denn in dem Haus bis jetzt abgerechnet worden, welcher Modus
Operandi herrscht da sozusagen vor. Aber eben auch die Frage, die du gerade richtigerweise stellst, sind die Abrechnungen gemacht worden? Ist denn auch wirklich, sind die Fristen wirklich eingehalten? Ganz am Ende hast du nur ein Jahr Zeit als Eigentümer, die Abrechnung ordnungsgemäß durchzuführen. Also ein Jahr nach sozusagen Ende der Abrechnungsperiode endet auch dein Recht, die formell korrekte Abrechnung vorzulegen. Ne? Und das sollte man schon ernst nehmen, weil wenn diese Frist abläuft, hast du kein Recht mehr, deine reell entstandenen Kosten dir zurückzuholen. Ne? Und dann bleibst du auf dem Verlust natürlich auch sitzen, sollte man sich angucken. Ja. Also ist auf jeden Fall als Investor jetzt wieder betrachtet, A, die Situation, wenn ich jetzt gerade von dem Alteigentümer kaufe, sollte ich im Notarvertrag im besten Fall festhalten, was mit vergangenen Nebenkostenabrechnungen passiert, wenn jetzt der Mieter dort noch Ansprüche geltend machen möchte oder sowas. An wen macht der Mieter denn dann die Ansprüche geltend? Also im Idealfall bei dem alten Eigentümer. Mhm. Also es wäre auf jeden Fall auch ein Thema, was ich als Investor beim Kaufprozess mir anschauen würde. Du dann bei der Übernahme der Verwaltung, ne, den Eigentümer darauf hinzuweisen und zu sagen, Mensch, da sind vielleicht noch Altansprüche, aufpassen, ne? Entweder du kriegst noch Geld oder du musst Geld auszahlen, wer ist an der Stelle jetzt dafür verantwortlich. Und dann wäre noch ein Punkt, den ich mir beim Kaufen auf jeden Fall auch immer anschaue, ist, was ist mit den Kautionen? Ne? Also da wirst du wahrscheinlich auch in der Annahme der Verwaltung drauf achten. Ja, also Kaution ist ein Thema. Man guckt natürlich auch, was ist konkret mietvertraglich vereinbart worden. Mhm. Also das muss vereinbart sein, dafür, dass man im Endeffekt eine Kaution vereinnahmt hat oder im Endeffekt auch vorhält. Ne? Mhm. Diese Situation ist aber so, dass man auch durchaus nicht immer sicherstellen kann, wo sind denn die konkreten Kautionszahlungen hingeflossen? Also Beispiel, selbst wenn sie vertraglich vereinbart ist, ist die Frage, wo ist denn dieses Kautionsgeld jetzt gerade? Ne? Also ist es dir als Neueigentümer wirklich übertragen worden? Hast du das Geld bekommen und aus welcher Substanz sozusagen verwaltest du das dann? Weil ganz am Ende ist die Verwaltung der Kaution das Thema, sozusagen die Kautionssumme mitzuführen als sozusagen Mietsicherheit. Das ist auch gewisse Verpflichtungen als Eigentümer, das ordnungsgemäß zu machen. Ja. Muss entsprechende Zinsen möglicherweise auch abrechnen. Mindestens mal, wenn der Mieter das bei Auszug und Auszahlung und Abrechnung der Kaution verlangt. Es kann also durchaus sein, dass irgendwann bei Auszug eines Mieters oder Beendigung des Mietverhältnisses die Kautionsforderung auf dich zukommt. Yep. Und das wäre natürlich ein denkbar böses Erwachen, wenn du dann gar nicht kalkuliert hast, dass diese Kosten reell sind, diese Forderungen reell sind und wo denn das Geld tatsächlich ist. Ne? Ja, ist eine interessante Side-Story, habe ich im Investoren-Stammtisch mal mitbekommen. Da hat ein Investor das Geld, anstatt es auf einem Sicherheitenkonto zu hinterlegen, in Aktien investiert. Dass das nicht ganz sauber ist, brauchen wir nicht drüber reden. Also ist nicht die feine Art und Weise gewesen. Das Spannende ist, dass dieser Aktienkurs sich so gut entwickelt hat, dass er das Geld irgendwie, ich sag jetzt mal, verfünffacht hat. Also es war eine sehr große Summe, die dabei rumgekommen ist aus diesem Kautionskonto. Und der Vermieter hat sich dann bei Auszug des Mieters gedacht, ja, dann kriegt er jetzt von mir die alte Kaution plus ein paar Zinsen wieder. Und der Mieter hat aber mitbekommen, dass der Vermieter das Geld in Aktien investiert hatte, hat dagegen geklagt, hat Recht bekommen vor Gericht und hat gesagt, er möchte die Ansprüche gerne haben. Da, wo das Geld angelegt worden ist, das Geld, was daraus entstanden ist, möchte er auch gerne haben. Er hat Recht bekommen. Wow. Also deswegen kein so unwichtiges Thema. Ja. Man sollte da auf jeden Fall darauf achten, dass man sich da ordnungsgemäß verhält. Ne, ja, es macht absolut. Also lustige Geschichte, die du da, eine lustige Anekdote und auch eine wichtige Erkenntnis an der Stelle, weil ja, man muss da verantwortungsvoll mit umgehen, muss auch wissen, in welchem Rahmen man das tut und es braucht einfach auch eine gute Organisation. Ne? Man sollte den Überblick über diese Art von Kautionszahlungen haben. Also in der Verwaltung ist es so, dass es sinnvoll ist, also du hast auch die Pflicht, das vom eigenen Vermögen zu trennen. Ja, auf jeden Fall. Insolvenzschutz, ne? Genau, also man muss das sozusagen separieren, im Endeffekt diese Gelder, sodass sie tatsächlich geschützt sind und klassischerweise kann man das über Kontenmodelle, Kautionssammelkontenmodelle machen, wo dann im Endeffekt mit einer Zinsführung die gesamten Kautionen sauber und solide auch abrechenbar sind. Und dann am Ende des Mietvertrags, des Mietverhältnisses auch eine saubere Abrechnung möglich ist. Ne? Also individuell mieterbezogen auch über die entstandenen Zinsen, eben in dem Fall dann über die klassischen Bankzinsen. Eben, ne? Das ist jetzt dann keine große Kapitalanlage, die man da macht, das ist klar. Aber man führt sie halt sauber mit, getrennt vom Normalvermögen. Ne? Absolut, ja.
Also und im Verkaufsfall jetzt, also wenn ich jetzt ein Mehrfamilienhaus kaufe, ist es auch immer wichtig, darauf zu achten, der Alteigentümer kann mir nicht einfach so die Kaution überweisen, sondern es ist ja immer noch Eigentum des Mieters und es ist wichtig, dass ich dabei die Zustimmung des Mieters habe. Ne? Da gibt es verschiedene Wege, wie man das machen kann. Manchmal kann man das im Notarvertrag schon, also die Verpflichtung, wer teilt jetzt dem Mieter mit, dass ich die Kaution bekomme als neuer Eigentümer. Ne? Das kann man da schon regeln, aber wichtig ist, und ich glaube, das muss man halt individuell pro Haus immer gucken, wie da die Mieterstruktur auch ist. Aber man muss den Mieter darüber informieren, dass der Alteigentümer die Kaution an den neuen Eigentümer im Prinzip weitergibt. Weil, sind wir mal ehrlich, wenn er 5 Jahre später auszieht, der Mieter, auf wen geht er dann zu? Auf den aktuellen Vermieter. Ne? Und dann ist es blöd, wenn man sagt, du, ich habe gar keine Kaution, bitte wend dich an den alten Eigentümer. Finde ich es auch in der Kommunikation dem Mieter dann irgendwie ein bisschen blöd gegenüber. Absolut, ja. Das kann ich absolut nachvollziehen. Und das sollte sauber sein. Also diese ganze Kommunikation, auch in der Eigentumsübergang, ähnlich vielleicht, wie ich ja auch arbeite, wenn ich eine Verwaltung übernehme, dann ist der erste Akt eben zu informieren, dass im Auftrag des Eigentümers, des neuen oder Eigentümers bei Kauf oder eben auch des laufenden Eigentümers, irgendwie, wenn er sich für Verwaltung entscheidet, dann informiere ich die Mieter und auch alle Dienstleister eben darüber, dass ich die Verwaltung übernommen habe, einfach um klar zu haben, von welchem Augenblick an ein gewisser Rechtsrahmen sich auch geändert hat, ne? Also wer der konkrete Ansprechpartner ist. Ja. Also nichts schlimmer als das, wenn man dann im Nachhinein bestimmte Forderungen, die laufend entstehen, wie auch immer sie geartet sind, dann irgendwie mit dem Ansprechpartner erst noch konkretisieren muss sozusagen. Ja. Ne? Also das führt zu Irritationen und das lässt sich so auch einfach nicht machen. Ne? Also wichtiger Punkt finde ich, also egal ob jetzt bei der Verwaltungsübernahme oder auch beim Kauf eines Mehrfamilienhauses, ich muss mich dem Mieter gegenüber einmal offenbaren und sagen, hey, lieber Mieter, ich bin der neue Eigentümer. Ich mache das in der Regel so, dass ich eine Kopie vom Grundbuchauszug, wo ich jetzt als Eigentümer drinstehe, also man muss da auch nicht den gesamten Grundbuchauszug hinsticken, sondern nur das Bestandsverzeichnis, dass der Mieter sieht, dass ich jetzt der neue eingetragene Eigentümer bin. Damit weise ich mich beim Mieter aus und sage, hey, ich bin jetzt ab dem 1.6. bin ich der neue Eigentümer. Bitte in Zukunft alle mietvertraglichen Angelegenheiten über folgende Telefonnummer klären und die Miete bitte ab jetzt auf folgendes Konto überweisen, ne? Damit der alte Eigentümer nicht immer noch die Mietzahlung kriegt, aus Gewohnheit heraus oder so. Der Mieter muss ja in irgendeiner Art und Weise darüber informiert werden. Absolut, ja. Und genauso ist es bei einer Verwaltungsübernahme auch. Ne? Mhm. Also ich informiere darüber, dass ich bevollmächtigt durch den Eigentümer, das ist eben die Vollmachtsfrage in der Verwaltung, also im Namen des Eigentümers tätig werde und entsprechende Berechtigungen habe, eben auch Entscheidungen zu treffen, tatsächlich konkret und im Endeffekt auch Auskünfte zu geben, aber auch Daten abzufordern und Vorgänge abzuwickeln. Das ist klassischerweise eine Verwaltervollmacht. Ne? Da kommt dann die Verwaltervollmacht ins Spiel, die ich dann an mein Informationsschreiben, genau wie du es gerade gesagt hast, als Legitimation vom Eigentümer unterschrieben eben mitzugeben habe, einfach, ne, damit das nicht einfach nur ein Brief ist, den man sich da aus den Fingern saugt. Das, was bei dir die Vollmacht ist, ist bei mir an der Stelle dann der Grundbuchauszug, aber im Prinzip der Ablauf ist genau identisch. Das Prinzip ist das Gleiche, ne? Genau, weil genau, die Bevollmächtigung ist ja auch so gesehen, ja, die Idee, da jemanden einzusetzen, als Verwaltung einzusetzen, der die Geschäfte des Eigentümers treuhändisch übernimmt. Ne? Absolut. Also das ist eine Befähigung sozusagen und eine Bevollmächtigung, da auch Entscheidungen über das Mietverhältnis, Kündigungen, Zahlungsveränderungen und solche Dinge verwaltungstechnisch vorzunehmen. Ne? Und das muss natürlich für den Mieter auch verbindlich werden und nachvollziehbar sein. Ne? So, das soll es jetzt erstmal gewesen sein für die erste Folge. Das Thema ist schon ziemlich komplex und ich kann euch versprechen, da kommt noch viel, viel mehr. Ich finde es total spannend, dass wir hier die Kombination aus Hausverwaltung und Investorenblick einmal gemeinsam verknüpfen können und was das für die Ankaufsprüfung, aber auch für den bestandshaltenden Prozess bedeuten kann. Und weil das Thema so komplex ist, da werden wir euch in der nächsten Folge noch mehr Informationen geben. Ich kann euch jetzt schon sagen, es wird total spannend. Hört auf jeden Fall nächste Woche wieder rein und ja, bis nächste Woche.